Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harvest Moon A New Beginning. Das zweite Jahr hat angebrochen, wir haben den ersten Frühling und so viel zu tun, liebe Freunde der Sonne. Am besten, ich hole mal ein paar Bienen raus, dass wir unsere Bienenstöcke wiederbeleben können. Wir haben 6 Beehives, das heißt, ich brauche hier 6 Bienchen. 6 Bienchen. Und dann bauen wir vielleicht sogar schon das erste Haus für die nächste Dorferweiterung. Ich guck mal ganz kurz. Am besten ich tue ein paar Items mal ins Lager, damit ich mal generell wieder ein bisschen Platz kriege. Oh Gott, ich muss auch Zeug verkaufen und in den Kühlschrank und sonst wohin. So, Kuhleckerlis behalte ich. Barndrot. Ich hoffe so sehr, dass ich jetzt hier, weil ich den ganzen Mist aufhebe, also jetzt wirklich Mist, den Kuhmist und so, dass ich irgendwann dann im großen Stil einfach, ja, 31 Schneebälle, das ist ja der Wahnsinn. Das sind bestimmt noch ganz viele, Moondrop-Flowers dabei, womit ich dann die Haustierhütte bauen kann. Egal. Was wollte ich sagen? Ja, ich hoffe, dass ich den ganzen Kuhmist und so, dass ich dann einfach genug Zeug habe, um dann irgendwann in der Maker-Shed ganz viel Dünger selbst herzustellen. So im richtig schönen großen Stil. Gucken wir mal. So. Nochmal 6 westliche Honigbienchen raus. Und verteilen die direkt mal zu Beginn. Dann gehen wir nochmal ganz kurz da rein und bauen ein bisschen hin und her. Und wenn ich fertig gebaut habe, überlege ich, ob ich die Häuser dann gleich platziere oder das Haus, was ich gebaut haben werde. Ich weiß gar nicht, wie viel ich überhaupt baue. Was mache ich denn hier gerade? Und auf jeden Fall möchte ich auch noch in die Berge gehen, um entsprechend Moondrop-Flowers zu sammeln. Moontropfenblumen. Die brauchen wir einfach, liebe Freunde. Ich möchte endlich meine Haustierhütte haben. Ich möchte mir endlich meinen kleinen Kyoto holen. Tiere, die sich um meine anderen Tiere kümmern. Hunde und Katzen. Was mache ich denn hier? Ich werfe gerade eine Biene um mich. Kennt ihr das auch, wenn ihr so über die Wiese lauft und einfach mal wild mit Bienen um euch werft? Wer kennt das nicht? So. Jetzt haben wir auf jeden Fall ganz viele Bienen. Ich kann da ja auch sogar ein Parfüm reintun, um die Qualität zu erhöhen. Können wir auch nochmal ganz kurz gucken. Und es gibt bessere Felder. Ich wollte auf jeden Fall bessere Felder bauen. Natürlich doof, dass ich jetzt hier direkt mal mit den blöden Kackfeldern anfange. Aber nicht so schlimm. Läuft schon alles irgendwie. So, warten das jetzt. Wir können auch generell hier mal noch gucken. Was können wir denn machen? Käse. Guten Käse. Jackkäse. Komm, wir machen mal hier super duper mega geilen Käse. Hui, 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 hui. Wir müssen sogar nicht warten. Wir bekommen das Zeug direkt. Yeah. Der Käse bringt bestimmt einiges mehr Geld. Guck mal einfach dann mal. Der Jackkäse. Mach ich mal ein zum Vergleich dann einfach, wie viel mehr Umsatz wir damit dann einfach generieren können. Yay, Jackkäse. Wer möchte nicht Jackkäse? Oh Mann. Oh, wir können auch Kräuterkäse machen. Warum nicht, ne? Oder Joghurt. Oh Gott, jetzt wird's ja richtig geil. Fruchtjoghurt. Butter. Was haben wir hier? Wir können auch Jam machen, also Marmelade. Verschiedenste. Blaubeer, Milchmarmelade, Milchchili. Was? Okay, cool. Auf jeden Fall können wir da einiges machen. Was war das letzte nochmal bitte? Bitte was? Ach so, Kakao können wir selbst auch da machen. Okay. Hier waren es nur Mehl und sowas, ne? Hier auch Parfüm. Wir können hier Kräuterparfüm machen oder sowas. Ganz cool. Schauen wir mal. Kann dann eventuell für unsere Bienenzucht ganz gut werden. Wir haben auch so ein Bienenfest irgendwie. Da kann ich vielleicht irgendwann mal was reißen. Hallo, Emma. Wenn du schon hier rumläufst, quatsche ich dich auch mal an. Warum auch nicht? So, dann geht's mal zurück hier hin. Da basteln wir mal einiges zusammen. Erstmal möchte ich... Ich habe immer noch zu wenig kleine Materialsteine. Das ist natürlich relativ schlecht. Oh Gott, warum ist immer so kleine... Warum sind so kleine Materialsteine immer so schwierig zu bekommen? Kupfer, was war da unten jetzt? Hier, Black Rock, Rock, Small Rock. Okay, komm. 35er Stack, kleine Steine. Den zertrümmern wir jetzt und dann kann ich mir endlich meinen Kupferkühlschrank basteln. sind denn meine kleinen Steine? Kleine Steine? Kleine Steine? Kleine Steine da! Hinlegen.
Boah, ich muss dringend mal wieder mal mein ganzes Zeug ausmisten. So, und Bams. Perfekt. Jetzt kann ich aber endlich meinen schicken Kupferkühlschrank bauen, oder? Das wäre doch super. Yeah, ein Kupferkühlschrank. Wer wollte das noch nie haben? Ist aber bestimmt so rot, ne? Ja. Irgendwann ist er golden. Es steht aus einem goldenen Kühlschrank in meinem goldenen Haus. Das ist doch wunderbar. Okay, so viel dazu. Blueprint, bauen wir mal weiter. Was brauchen wir denn noch? Hier, kann ich jetzt irgendwas machen? Na, das Reisebüro geht jetzt. Na, das ist ja ganz wunderbar. Das Einzige, was funktioniert? Hier fehlt dann noch das Florid. Hier fehlt das Weizen. Na gut, dann das Reisebüro. Los geht's. Dam-dam. Making a Travel Agency. Los geht's. Da-da-da. Genau, du arbeitest, meine Süße, und ich trinke dabei einen Schluck und gucke dir dabei zu. Das ist, denke ich mal, faire Arbeitsteilung, oder? So. Jetzt kommt ein bisschen was ein. Oh, mein Getränk ist alle. Da muss ich mir bald was Neues holen, aber wahrscheinlich immer für die Folge. Wird es auf jeden Fall noch reichen. Oh, I wish our pure friendship would last forever. Oh, das steht auf meinem Becher drauf. Ich habe so einen schönen Plastikbecher, wo Kinder draus trinken. Aus Japan mit so Kawaii-Druck drauf. Sowas mag ich. Okay, ich habe ein Reisebüro gebaut. Ja, eine sehr zufriedenstellende Arbeit. Okay. Ich glaube, da liegt was. Ganz, ganz krass im Argen, was Positives. Wir werden damit sehr viel Spaß haben. Ich muss aber vermutlich dann hier alles umräumen. Langsam, also langsam platzt quasi unser Städtchen aus allen Nähten, möchte ich schon fast behaupten. Oben wäre vielleicht noch Platz für das Reisebüro. Ich muss aber wirklich noch mal gucken wegen den ganzen Bäumen und so. Das könnte schwierig werden. Müsste ich hier einiges weghauen. Ist vielleicht nach oben und dann könnte man vielleicht die Reiseagentur noch hier oben mit hinsetzen. Und dann aber spätestens das nächste Gebäude, was ich baue, das muss dann, glaube ich, ganz... Also spätestens dann muss ich hier alles umräumen. Dann ist vorbei, dann ist fini. Dann ist das Muschepupu-Feeling hier vorbei, dann muss alles aufgedünnt werden. Wie gesagt, dann mache ich es wirklich so, dass die Wohnhäuser rüberkommen und die Geschäftshäuser direkt hier vorne bleiben, weil... Die Leute in ihren Wohnungen besuchen, muss ich jetzt, glaube ich, weniger oft, als halt eben jetzt zum Beispiel zu Hannah in den Laden oder zu Rebecca oder später vielleicht auch mal zu Yuri. Wir können auch gleich nochmal zu Yuri gehen. Das war eigentlich die Idee. Guck mal gleich mal. Hab ich jetzt hier alles weggeaxtet soweit? Ich hoffe es. Hier drüben könnte vielleicht nochmal was sein, aber es ist ja eh jetzt nicht relevant. Gut. Vielleicht ist hier vorne noch was. Vielleicht würde da auch noch das Reisebüro hinpassen. Auf dem Platz hier. Ich bezweifle es mal, aber schau trotzdem alles weg. Außerdem bekommen wir da wieder ein bisschen Bauholz. Auf jeden Fall, wenn ich dann wieder nach... Wenn ich nach links ziehen will, muss ich da, glaube ich, nochmal mit der Axt durchlaufen. Ich habe zwar inzwischen... Alles schon mal aufgeräumt. Ich habe da drüben schon mal alle Bäume, die da standen, weggeräumt. Aber ich denke mal, das ist schlimmer schon. Das war im letzten Herbst. Und ich denke mal, da wird inzwischen schon wieder alles nachgewachsen sein. Also muss ich dann wohl nochmal ran. Naja. So, wo ist... Hallo. Hallo, danke. Wofür? Was? Ich kann dir eine Suppe anbieten. Oh. Was ist das für ein wunderbarer Geruch? Das ist Herb Soup. Das ist Kräutersuppe, das mag ich sehr. Hast du offen? Ach so, das ist nicht offen. Schade. Naja, okay. Dann haben wir immerhin mal was Schönes geschenkt. Warum auch nicht? Gut. Dann gehe ich jetzt erstmal zur Mine. Ich weiß gerade gar nicht, wie viele Moondrop Flowers ich habe. Es ist gerade ziemlich wichtig, bald endlich mal hier meine Haustürhütte fertig zu haben, liebe Freunde der Sonne. Ich will endlich meinen hauseigenen Kyoto haben, dass ich auch gleichzeitig um meine Tierchen kümmere. Das würde mich sehr glücklich stimmen. Und ich fühle mich exhausted. Was haben wir denn hier? Eine Magic Blue Flower. Die braucht man leider nicht. Nicht so wichtig.
ist denn das? Ist das eine Kartoffel? Ach, ein normaler Pilz. Na, dann nehmen wir mal mit. Und kleine Schweinchen, die vor uns wegrennen. Oh, Hilfe, wo soll ich noch hin? Und wieder schöne Bienen. Dicke Bienis. Ui, so. Dann kann ich ja... Oh, es ist ja schon relativ spät, sehe ich gerade. Ach, du liebes Lieschen. Dann möchte ich auf jeden Fall auf meiner Runde vielleicht nochmal bei den Erntewichteln gleich vorbeischauen. Dann könnten wir auch mal wieder eine Melodie spielen. Hallo, Rod. Was geht ab? Ich quatsche dich einfach mal an. Hallo, Yumi. Ach, schau dir nur das wundervolle Wetter an. Ach, es ist ein perfekter Tag, um sich raus in die Sonne zu legen, sagt er. Na gut, dass er hier in dieser kalten, feuchten Höhle sitzt. Oh Mann, Rod, was stimmt mit dir nicht? Oh, Erdbeertee, jetzt geht's los hier. Iron? Also Eisen? Kristall? Na komm, Platin! Das war's. Ein Klotz. Jade. Na, immerhin. Und Müllmetall. Na gut, so gut ist die Ausbeute jetzt hier nicht. Fluorid. Aber das brauchen wir immerhin. Fluorid für diese magische Hütte da. Das könnte ganz interessant werden. Gut. Schauen wir mal weiter. Ich möchte Moondrop Flowers haben. Na, ihr Fuchsis, euch habe ich lange nicht mal gesehen. Gibt es euch im Winter vielleicht nicht? Und jetzt können wir bald auch mal hier den Honigtrick endlich mal ausprobieren, glaube ich. Dazu brauchen wir allerdings auch erstmal Honig. Bis dahin müssen meine Beanies sich mal ganz viel Mühe geben und ganz viel Honig produzieren. So. Moondrop Flowers? Ich brauche gelbe Blümchen. Da ist eine. Sehr schön. Ich glaube, wir brauchen nicht mehr viel. Ich kann, glaube ich, auch einfach mal ein paar Schneebälle zerballern. Da wird eventuell auch mal eine noch drin sein. Schauen wir mal. 5 Stück brauche ich insgesamt. Und vielleicht haben wir ja sogar Glück und morgen hat auch sogar dann direkt einen Haustierladen offen. Dann könnten wir uns morgen dann gleich unser erstes Haustier zukommen lassen. Das wäre doch wundervoll. Ich weiß nicht, warum ich das gerade so komisch gesagt habe, aber es wäre wundervoll. Vielleicht habe ich sogar schon 5 Blumen zusammen oder es fehlt noch eine? Ich weiß es nicht. Wir gucken einfach mal. Oh, es gibt auch wieder hier Honig-Honeycombs. Also leere Bienenwaben. Ja, ich werde vermutlich eh dann jetzt oder in absehbarer Zeit auch mal... Also ich werde nicht nur die Stadt bzw. das Dorf total ummodeln müssen, sondern auch einfach meine Farm. Weil das mit den Tieren, die expandieren, ja, ich brauche bestimmt bald noch einen zweiten Stall, eine zweite Scheune. Und dann wird dann vermutlich mein ganzes Anbauzeug dann nach links schieben. Also meine ganzen Pflanzen, meine Bäume, wird alles dann nach links versetzt werden. Schauen wir mal. Okay, mit Moondrop Flowers sieht es gerade aber nicht so geil aus, muss ich ehrlich sagen. Gucken wir mal. Wir kriegen das alles schon noch irgendwie zusammen, hoffe ich. Kann knapp werden, aber wir schaffen das. So, wie sieht's hier aus? Irgendwelche gelben Blümchen zufälligerweise, die irgendwo rumliegen und nur darauf warten, von mir mitgenommen zu werden. Da wäre ich sehr verbunden. Nope. Hier vielleicht. Nope. Aber wir werden gleich wieder ein Musikstück spielen müssen. Ich esse ein bisschen vorher mal noch was. Nicht, dass ich dann, während ich das Musikstück spiele, umkippe. Das will natürlich keiner. So, hoffentlich sind die noch wach, die kleinen Wichtel. Ach, natürlich, die sind doch immer wach. Die und Schlaf? Puh, sowas gibt's doch nicht. So, liebe Alice, was geht ab? Oh, guten Abend. Wie läuft's mit der Dorfwiederauferlebung? Ja, ja, tu dein Bestes. Ich zähle auf dich. So. Dann wollen wir mal spielen. Okay. Einfach die Noten schlagen, wie immer. So, re, do, mi, re, fa, mi, la, so. Irgendwie so. Ich habe keine Ahnung. Wo ist denn mein Zettel? Ich hatte doch mal so einen Zettel, wo ich alles draufgeschrieben habe. Ach, da hinten ist er ja. Ist hier inzwischen mal ein bisschen über meinen Schreibtisch gerutscht, aber er ist trotzdem noch da. So, fangen wir mal an. Cyan. Orange. Rot. Grün. Hell. Und dann nochmal Orange. Und dann Grün. Dunkel, dann wieder Grün.
hell, dann blau und dann zu guter Letzt wieder Zyan. Ich hoffe, ich habe ein bisschen verschrieben. Nicht, dass ich alles noch vorne machen muss. So, ich glaube, ich kann hier gar nicht K.O. werden. Ich habe ja gar keine Energieanzeige. Aber egal. So, Zyan. Orange. Rot. Grün hell. Orange. Grün dunkel. Eigentlich jemals, muss er schon mal gespielt? Ich glaube nicht. Grün hell. Dann blau. Oder lila. Habe ich schon mal lila gespielt? Pinker fehlt oder rosa auf jeden Fall noch nie. Zyan. Fertig. Hat auch wieder was mit den kurzen Melodien von Animal Crossing. Haha. Da ist die Noten richtig geschlagen. Gut gemacht. Also bekommen wir eine Belohnung dafür. Wir können jetzt den großen Baum benutzen. Benutzt du nicht auch manchmal gerne große Bäume? Was? Da kann man vermutlich auch nochmal draufhauen. Wie bei einem kleinen Baum. Mhm. Ja, okay. Da können wir jetzt quasi bei den beiden Bäumen was runterholen. Sehr schön. Ja, ist ganz okay. Also ich konnte es mir schon denken, man hat ja auch schon gesehen, dass dahinter was zum draufhauen ist, von daher. Aber gut, sehr schön. Können wir das jetzt auch benutzen? Mache ich jetzt heute, glaube ich, nicht mehr. Ich kann mir schon denken, da wird vermutlich dasselbe runterkommen wie bei dem anderen Baum. Glaube ich. Vielleicht benutze ich es doch nochmal. Ich bin unsicher, vielleicht kommt da eine Moontrop Flower raus. Und sowas bräuchten wir gerade echt dolle. So, was haben wir hier noch? Was gibt's? Kleiner Funa. Und natürlich ist die Reuse kaputt. Ich finde es schade, dass man durch dran nochmal durch A drücken nicht automatisch gleich eine neue hinsetzen kann. Aber naja. Und eine leuchtende Münze. Oh, das wollte ich nicht. Aber jetzt kann ich es mal zeigen. Weißt du, da man könnte eine Fischreuse da hinsetzen. Ja, toll. Dann machen wir das. Aber das Spiel bietet einen nicht direkt an, das auch zu tun. Sagt nur, dass man es könnte. So, Magic. Blue Flower. Aber wo sind jetzt hier die gelben Flowers? Da! Sehr schön. Perfecto Manico. Es kann es sogar sein, dass wir jetzt genug zusammen haben. Das wäre ja richtig geil. Haben wir jetzt alle Blümchen zusammen und können endlich die Haustürhütte basteln. Probieren wir am besten gleich mal aus. Oh, hier ist wieder was fertig. Okay, ein kleines Ästchen. So. Ach ja, ich wollte auch noch gucken wegen Käse, ne? Wegen den guten alten Käse müssen wir auch noch gucken. Ship from back. So, ist der hier dabei? Nein. Ist der hier dabei? Nein. Wo ist denn mein Käse? Ist der hier dabei? Ja. Okay, ein Käse bringt 500. Ich schreibe es mal ein bisschen auf. Mein kleines Farbzettelchen, welches gerade noch vor mir liegt. 5, 4, 6. So. Und wie viel bringt normal? Keine Milch hier dabei? Ich hätte doch extra noch Milch übrig gelassen, oder nicht? Bin ich doof? Okay, dann halt nicht. Jetzt bin ich irritiert. Gut. Dann ist es vermutlich noch aus meinen. Ich habe keine Ahnung. Wow, der Käse bringt definitiv mehr. Es lohnt sich auf jeden Fall, denke ich. Gut. Lassen wir das erstmal alles so. Hier könnte ich vielleicht noch was verkaufen. Ja, komm, weg damit. Weg damit. Ja, komm, auch weg damit. Weg, weg, weg. Small Trotter. Da kann ich vielleicht noch was draus kochen, wenn ich so viele davon habe. Nimmt wenig Platz weg. So. Okay. Dann gucken wir mal, ob ich gleich noch meine Haustier-Shed bauen kann. Meine Haustier-Hütchen. Nicht zu verwechseln mit dem Haustür-Hütchen. So, gucken wir mal, ob es funktioniert. Wenn nicht, werde ich wütend. Aber naja, es wird schon funktionieren. Es geht sogar geil. Wir haben alles. Yay! Ein Haustier-Häuschen. Na dann, fangen wir an, Mädel. Ich weiß gar nicht, wie groß das sein wird und wo ich das überhaupt hinsetzen soll am Ende, aber wir kriegen das schon irgendwie hin.
Schauen wir mal. Und komm, und ein großes Patabem. Patabem. Okay, ich glaube, die Folge ist auch schon relativ fortgeschritten. Oh, die sieht relativ kompakt aus. Das finde ich gut. Lässt sich was mitmachen, auf jeden Fall. Gut. Alles klar. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle bei euch fürs Zusehen und sage ciao und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Yume Let's Play Harvest Moon. A New Beginning. Bye.